Ja, moin. Ja, langsam wird es draußen immer frischer. Ich bin richtig froh, dass ich hier einen Ofen zu Hause habe. Das ist Bruno. Der leistet eigentlich ziemlich gute Dienste. Nachteil ist, ich kann halt nicht, wenn ich irgendwie unterwegs bin, den vorheizen. Ich habe Bruno da ein bisschen näher analysiert und habe mir gedacht, ich fahre mal zum Baumarkt und hole mir ein paar Sachen. Ja, ich habe dann diese WLAN-Steckdosen gefunden. Das ermöglicht das halt, dass ich von irgendwo darauf drücke und dann passiert was. Ja, als Anzünder habe ich mich dann für die klassischen entschieden und dann bin ich noch ein bisschen durch den Laden gerannt und habe irgendeinen Motor gesucht. Ja, dadurch, dass ich ziemlich gute Erfahrungen in der Vergangenheit mit Ventilatoren gemacht habe, habe ich mir einen neuen rausgesucht. Der alte, der stinkt irgendwie nach Gurke. Ja, und dann ging es auch schon nach Hause, ne? Diese Steckdose, da musste ich mir nur eine App runterladen und dann konnte ich einen Knopf drücken und schon läuft der Ventilator. Ja, aber beim Ventilator gibt es halt dieses Ding da, weiß ich auch nicht. Das dreht sich halt mit, deswegen habe ich da ein bisschen Wachs reingemacht, damit das sich nicht mehr mitdreht. Und dann kam da eigentlich auch nur Tesa ran und meine Schnur, die dann das Kerzenlicht langsam zieht. Also es ist super easy. Ja, ich habe dann ordentlich Holz in den Ofen gedönert, damit das auch richtig läuft, wenn ich nach Hause komme. Und so sieht das dann aus. Also hier das ganze Holz, der Grillanzünder, da liegt das Teelicht und zieht sich dann gegen den Anzünder. Und dann sollte das alles brennen. So sieht das nun aus. Ich habe dann an die Steckdose auch noch eine Soundbox dran gemacht, damit jeder weiß, wenn der Strom da ist, dass es dann halt auch richtig losgeht. Dann läuft dann ein Song und ja, dann ging es eigentlich schon zum ersten Versuch, ob das klappt. App an, Ventilator läuft, Musik startet. Zu guter Letzt, mein Tipp, baut das Ganze nicht nach. Bei mir ist der kleine Vorteil, dass hier überall Fliesen drum sind, dass die Schnur abbrennt. Macht keinen Scheiß, baut es nicht nach.